Liebe Zuschauer und herzlich willkommen zu den Kurznachrichten 0211. In Hamburg landete jetzt ein Flugzeug, was in Istanbul gestartet war, mit einem Toten an Bord. Aber nicht, dass ihr jetzt denkt, dass der vielleicht im Sarg da transportiert wurde. Nee, der saß ganz normal in seinem Sitz. In Istanbul hat er noch nachgewiesen, dass er doppelt geimpft ist. Und so durfte er dann auch mitfliegen. Nach Bildinformationen starb der Mann während des Fluges. Laut den Behörden war er mit Corona infiziert. Na jo, das hört man ja auch jetzt immer öfters, dass die Leute trotz der Impfung sich mit Corona infizieren. Ja, sogar auf der Intensivstation landen könne. Offiziell wird es damit erklärt, dass die Impfwirkung langsam nachlässt. War doch auch der Mann in dem Flieger erst zweimal geimpft, braucht er doch noch eine dritte Spritz. Dann wird er heute wahrscheinlich noch leben. Aber komisch ist es schon. Immer öfter liest man, dass Leute plötzlich verstarben. Die meisten so um die 50 Jahre alt, aber auch noch jüngere. In der Todesanzeige steht dann meistens drin, plötzlich und unerwartet verstorben. Ich habe auch den Eindruck, dass dieses Jahr wesentlich mehr Politiker und Prominente an dem Virus erkranke wie letztes Jahr. Den Michael Kretschmer und seine Frau hat's ja wohl auch erwischt. Und die waren ja wohl auch geimpft. Was mag sich denn so ein Geimpfter jetzt denken? Denn zu Anfang der Impfzeit hieß es ja, dass der Impfstoff einen Wirkungsgrad von über 90% hat. Jetzt ist die gängige Meinung, dass der Impfstoff wohl nur vor schweren Verläufen schützt. Also, dass man sich durchaus mit dem Virus infizieren kann. Das Neueste ist jetzt, dass die Impfwirkung wohl nicht lange anhält. Dass es bei den zwei Impfdurchgängen wohl nicht bleibt. So ist jetzt das neue Zauberwort die Boosterimpfung, also Impfung Nummer 3. Also ich bin immer gespannt, wie lang die Impfwillige das ganze Spiel mitmache. Denn nach der dritten Impfung wird bestimmt die Impfung 4 und 5 folgen. Und das alles nur, dass er am gesellschaftlichen Leben teilhaben könne. Die Ungeimpfte sehen sich derweil in ihrer Verweigerung bestätigt. Denn die aktuelle Nachrichtenlage sorgt nicht unbedingt dafür, dass ein Impfverweigerer plötzlich seine Meinung ändert. So werden wahrscheinlich die Impfverweigerer auch weiterhin Impfverweigerer bleiben. Da können die noch so schöne Werbespots bringen und an die Solidarität appellieren. So muss der Staat sich jetzt was einfallen lassen, wenn er alle an die Spritz bringen will. Und viele Möglichkeiten bleiben da ja nicht. So werde die Herrschende wahrscheinlich den Druck auf die Ungeimpfte weiter erhöhen. Die 2- und 1G-Regel verschärfe, den Impfzwang für gewisse Berufsbereiche, wie zum Beispiel Pflege, Gastronomie und Einzelhandel, und der Lockdown für Ungeimpfte, so Sache werde wohl kommen. Doch was machen wir eigentlich, wenn alle geimpft sind und trotzdem alle krank und die Intensivstationen trotzdem voll mit Corona-Patienten? Naja, eigentlich ist es ja ganz einfach, was wir dann machen. Dann kommt halt der 5. und der 6. Booster. Und so wird's immer Menschen geben, die keinen vollständigen Impfschutz haben, weil ihnen die 4. oder 5. Impfung dann fehlt. Und so haben unsere Regierende immer einen Sündenbock parat. So wird dann aus der Pandemie der Ungeimpften die Pandemie der nicht vollständig Geimpften. Da ist doch der US-Präsident Biden bei der Klimakonferenz eingeschlafen. Ach Gottel, der arme alte Mann. Hat er doch schon bei seiner Ankunft deutlich gemacht, wie wichtig ihm das Klimawandelthema ist. So hat er doch ganz ohne Druck sein Fuhrpark zum Antritt zur Klimakonferenz auf 80 Fahrzeuge reduziert. Was für ein demütiges Zeichen an die Welt. Zurzeit sieht's ja nicht so gut aus mit der CO2-Reduzierung weltweit. Man könnte den Eindruck erlangen, dass die Deutschen die einzigen sind, die das wirklich intensiv verfolgen. Viele andere Länder wehren sich noch, ihr Wirtschaft in Grund und Boden zu rammen. Aus dem Grund wird jetzt ein neues Fass aufgemacht, das Methanfass. Laut EU ist Methan für die Hälfte der bisherigen Klimaerwärmung verantwortlich. Und so soll bis ins Jahr 2030 der Methanausstoß um 30% verringert werden. Methan entsteht ja hauptsächlich in der Landwirtschaft, auf Abfalldeponien und in der Öl- und Gasindustrie. So sollen Hunderttausende nicht mehr genutzte Öl- und Gasbohrlöcher versiegelt werden. Die Vorschriften für Betreiber von Pipelines würden verschärft, um gegen Methanlecks vorzugehen.
Was er aber machen wolle gegen das Methan, was aus der Kuh rauskommt, steht da jetzt nicht. Wahrscheinlich soll's abgeleitet und in Flasche abgefüllt werden. So, da hat man jetzt endlich ein Klimagas gefunden, was man reduzieren kann, ohne die ganze Menschheit in die Steinzeit zurückzuversetzen. Aber was machen jetzt wir Deutsche gegen das ganze Methan? Haben wir doch nicht so viel Bohrlöcher, die wir versiegeln könnten. Naja, bei uns wird's dann wahrscheinlich mehr die Landwirtschaft betreffen. So kann sich der deutsche Milchbauer schon mal drauf vorbereiten, zukünftig seine Kühe regelmäßig zur Abgas-Sonderuntersuchung vorzuführen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ach, ihr liebe Leid, wie ist es schön, wenn man so gucken kann. Haus aufs Meer. Irgendwie hat's was Beruhigendes. Wäre nicht verkehrt, wenn wir in der Pfalz auch ein Meer hätte. Bei uns in der Nähe ist nur das Filsemeer. Da kannst du nicht schwimmen. Zumindest nicht, ohne dich zu verletzen. Naja, was soll's. Dafür haben wir da rein. Und die BASF. Das ist ja auch als schön, wenn die BASF ihr Gase abfackelt abends. Der Horizont sieht dann fast aus wie hier. Naja, die Möwe. So was haben wir ja auch. Uns auf der Mülldeponie. Ach, da krieg ich jetzt gleich Heimweh. Eigentlich sollte ich ja noch mal ins Wasser gehen. Irgendwie ist mir das so kalt. Und meine neue Badehose ist sowieso schon voller Sand. Da geh ich doch lieber mal gucken, ob ich wieder ein paar neue Abos hab. Und ob die Leute, die immer mal Videos gucken, auch immer schön Daumen nach oben gemacht haben. Aber eigentlich kann ich mich auf meine Zuschauer verlassen. Das beruhigt mich irgendwie. Und gefällt mir fast genauso wie die Aussicht.